Dürfen Kinder in die Moschee? Die einen sagen, auf keinen Fall. Und wollen die Moschee zu einem Museum machen. Ein Museum, alles schön blitzeblank, sauber, aber keine Kinder. Andere wiederum sagen, natürlich, Kinder, kommt so viel ihr wollt. Und machen die Moschee zu einem Kindergarten, zu einem Fußballplatz, zu einem Spielplatz. Auch das ist falsch. Wenn zu viele Kinder da sind, gibt es zu viel Lärm und Ablenkung. Und wenn es gar keine Kinder gibt, ist die Umma tot. Und unsere Kinder lernen nicht Allahs Haus kennen, sodass sie regelmäßig zu Allahs Haus kommen und lieben lernen, Allahs Haus. Was ist also die Lösung? Es ist die Mitte. Unsere Religion ist die Religion der Mitte. Für diejenigen, die ihre Kinder mitbringen, ohne Aufsicht und denken, das ist ein Kindergarten mit Betreuung, kostenlos. Bring, schmeißt deine Kinder rein, ihr wisst, wo wir wohnen, kommt nach Hause, wenn ihr Hunger habt. 6 Stunden, 8 Stunden, kein Problem. Verwüsten die Moschee. Ist ja nicht seine Wohnung. Das ist falsch. Stell dir vor, du bist bei einem König zu Besuch. Allah hat die besten Gleichnisse. Aber damit ihr mich versteht, stell dir vor, du bist bei einem Minister, einem König, irgendeiner wichtigen, rangvollen Person zu Besuch. Eine Frau ist zu Besuch oder ein Mann ist zu Besuch bei einem König und bringt seine Kinder mit, weil wo soll ich denn meine Kinder lassen? Also nimmt er sie mit oder sie nimmt ihre Kinder mit. Was machen die Kinder? Die Kinder, ein Kind uriniert auf den Teppich des Königs. Ein anderes Kind nimmt eine Schere und schneidet die Gardine. Und ein anderes Kind lacht wie ein Verrückter. Und ein anderes Kind macht Mätzchen und wie nennt das so, Faxen, ja? Während der König spricht, unterbricht ihn. Der König will mit dir reden, aber das Kind macht Spaß und redet ihn, unterbricht ihn. Wie fühlst du dich? Was wird der König von dir denken? Respektlos? Wie fühlst du dich? Nicht respektiert. Der König fühlt sich nicht respektiert. Wie fühlst du dich? Du bist der Vater, du bist die Mutter. Du? Voll peinlich. Richtig peinlich. Unangenehm. Nicht erzogen. Du bist zu Gast. Lass es kein König sein. Du bist bei einem Freund zu Besuch. Unangenehm. Zu Hause kriegt ihr nichts Gutes. Richtig? Wie ist es mit Allah, dem König aller Könige? Du kommst in sein Haus, bringst Kinder mit und die machen all diese Mätzchen, die ich gerade erwähnt habe. Was wird Allah von dir halten? Du bringst sie und denkst, das ist ein Zoo. Und denkst dich darüber nach, was deine Kinder alles machen könnten. Du trägst die Verantwortung. Und das sehen wir auch hier. Eltern bringen ihre Kinder und gehen raus. Oder gehen in den Frauenraum und lassen die Kinder sich schön austoben. Und sie machen Dinge, die man selber für peinlich hält, wenn man anderswo zu Besuch ist. Das ist nicht richtig. Die Lösung ist, und die Mitte ist, bring ihnen respektvollen Umgang mit Allahs Haus bei. Bring ihnen bei, was Allahs Haus ist.
wie man sich benehmen soll. Sie können spielen, aber Grenzen gibt es überall. Sie können lachen, aber nicht im Gebet. Sie können sprechen, aber nicht während Koran unterrichtet wird. Sie können Fußball spielen und sie können auch Handys zocken, aber nicht während des Unterrichts. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً يا